Herzlich willkommen zu meinem siebten Video aus meiner Reihe ShareX 13.0 und hier geht es diesmal um Texterkennung mit OCR. Also wenn ich hier eine Abbildung habe, ich schiebe mal mein Programm auf die Seite, wenn ich hier ein Foto habe zum Beispiel und diesen Text hier dann lesen möchte, einscannen möchte, dann kann ich das mit einem OCR-Programm. Und wie funktioniert das jetzt hier mit ShareX 0? Und das funktioniert das an und für sich so, dass ich hier auf die Aufgabeneinstellung gehe wieder. Und hier in die Einstellung hineingehe, Bild OCR, und da stelle ich dann eine Sprache ein. Und wenn ich mir mein Bild anschaue, dann wäre es in dem Fall hier Englisch. Wenn ich eine deutsche Text hätte, würde ich hier Deutsch dann dementsprechend dann wählen. Ich mache dann jetzt hier dementsprechend dann hier mal zu. Bevor ich zumache, vielleicht schaue ich hier nochmal das Hackerl OCR beim Öffnen des Dialogs verarbeiten. Dann setze ich das Hackerl, ja, und schon gehe ich dann, verschiebe ich das hier ein bisschen vielleicht, gehe auf Aufnehmen, wähle mir dann die Texterkennung OCR aus. Ich werde dann wieder nach einem Bereich gefragt, den ich aufnehmen möchte. Ich gehe jetzt mal hierher, ziehe das hier dementsprechend auf, passe die Beleuchtung vielleicht auch, machen wir es einmal so. Klicke ich drauf, die Erkennung läuft. Und wenn ich das jetzt hier vergleiche, in the way he moved, the courtesy he showed, Towards, Miss Montag und so weiter. Das heißt, man sieht, hier kann auf sehr rasche Art und Weise hier etwas machen, könnte das hier dann markieren, kopieren. Ja, und das war hier schon in Eiltempo gezeigt, die Texterkennung OCR bei der tollen Software ShareX 13.0. Und du siehst, mit ShareX 13.0 kannst du nicht nur Screencasts machen, Screenshots machen, sondern sogar Texte dann einlesen und musst dann nicht mehr tippen. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich bald wieder in einem anderen Video. Bis zum nächsten Mal.